Also dieses Rondeau hier ist die Stelle, wo sich mal das Wertheimer Hungerdenkmal befand. Und zwar, es wurde ja von einem Dankbarkeitsverein gestiftet, nämlich nachdem die Wertheimer Fürsten, der Graf Georg, zusammen mit seiner Frau Ernestine diese Birkenanlage hier errichtet haben, dann waren die Wertheimer Bürger sowas von dankbar, dass sie wieder zu Geld und auch zu Brot kamen, durch eben diese Anlage, wo sie eben Arbeit bekamen und natürlich auch Geld verdient haben, sodass sie sich entschlossen haben, ein Denkmal zu stiften, das sogenannte Hungerdenkmal. Der Dankbarkeitsverein, der bestand ungefähr 70 Jahre. Und anfangs waren es nur 19 Mitglieder und dann im Lauf der Jahre waren es über 100 gewesen. Und das Ziel des Dankbarkeitsvereins war auch eben nicht nur dieses Hungerdenkmal zu stiften, sondern dass man jedes Jahr einmal eben ein Fest hier abhält, wo auch die Fürsten eingeladen waren. Und so gab es eben wirklich einmal im Jahr, das war glaube ich der 13. März oder April, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo man sich hier versammelt hat und eben den Fürsten gedankt hat.